Okay, genau. Dann sollte der Stream jetzt laufen und dann übergebe ich das Wort an Carsten Bödecker und seinen Vortrag über RZ-Automatisierung mit Ansible und NetBox. Viel Spaß. Ja, danke. Guten Morgen von meiner Seite. Wir schauen uns jetzt mal heute so ein bisschen das Thema an, wie man sich im Rechenzentrum die Arbeit ein bisschen leichter machen kann durch den Einsatz von Ansible und von NetBox. Das heißt, da die Kombination ist immer so, wo startet man? Das heißt, meistens hat man irgendwie so ein bisschen Dokumentation schon vorhanden. Sei es jetzt ein Textdokument, ein Wiki. Ich habe auch gehört, der ein oder andere macht IP-Adressverwaltung dann mit Tabellenkalkulationsprogrammen. Das ist natürlich nicht der optimale Fall, aber vielleicht für das kleinere Setup noch ein akzeptables Setup. Die Konfiguration dann meistens manuell durchgeführt, das heißt, die Server einzeln irgendwie konfiguriert. Und da dann natürlich immer das Problem, dass natürlich Änderungen nachgezogen werden müssen und dass man da auch darauf achten muss, dass man die nachzieht. Vielleicht hat man sogar ein bisschen vorgefertigte Images, damit zumindest das initiale Setup soweit etwas automatisiert ist. Und was halt bei kleineren Setups eigentlich noch so ganz passabel funktioniert. Wenn man jetzt überlegt, man hat ein ganzes Rechenzentrum, was man so betreuen will, dann wird das natürlich schon relativ schwierig, da den kompletten Überblick zu behalten. Und deshalb ist natürlich besser, wenn man seine Dokumentation und die Konfiguration dann halt softwaregestützt macht. Das heißt, für die Dokumentation, man könnte jetzt NetBox nehmen, man könnte Regtables nehmen, PEPAM, das heißt, es gibt verschiedene Tools, die es da gibt, die auch Open Source sind, die man an der Stelle verwenden kann. Hier fokussieren wir uns jetzt mal auf das Thema NetBox. Ich will jetzt nicht einen Überblick über alle Tools geben, aber wer interessiert ist, kann sich ja dann entsprechend die Infos zu den Tools nochmal anschauen. Ähnliches beim Konfigurationsmanagement. Ich denke, so bekannte Tools, Ansible, Puppet, SaltStack. Das hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört, vielleicht sogar eingesetzt. Und das Problem, was ich da jetzt aber noch habe, ist, ich habe zwar eine schöne Dokumentation und ich habe auch vielleicht eine super Automatisierung, aber wenn ich da Änderungen reinkriege, habe ich immer noch zwei Softwarekomponenten, in denen ich die Änderungen pflegen muss. Das heißt, ich habe zum einen meine Dokumentation, die ich halt sauber halten möchte, um da den Überblick zu behalten. Und auf der anderen Seite habe ich dann mein Konfigurationsmanagement, wo ich dann auch die Sachen redundant pflegen muss. Und wie das immer so ist, wenn man Dinge an mehreren Stellen konfiguriert, dann kann es auch mal vorkommen, dass diese Konfiguration oder Dokumentation auseinanderlaufen. Wo man dann hinterher das Problem hat, dass man gar nicht mehr so weiß, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und da wollen wir jetzt heute so ein bisschen ansetzen. Das heißt, da mal einmal schauen, wie kann man diese beiden Welten zusammenführen, damit man halt nicht doppelten Konfigurationsaufwand hat oder Dokumentationsaufwand hat. Das heißt, da schnappen wir uns als erstes mal NetBox und schauen uns das einmal grob an. Das heißt, NetBox ist eine Web-Applikation, wurde initial von DigitalOcean entwickelt und ich habe da mehrere Optionen. Das heißt, ich kann im Grunde mein gesamtes Rechenzentrum damit verwalten. Dafür wurde es auch ursprünglich konzipiert. Ein paar interessante Punkte sind dann sicherlich einmal IP-Adressmanagement, dass ich da den Überblick habe, da meine Netze managen kann und Data Center Infrastructure Management. Das heißt, meine ganzen Systeme, die ich in meinem Rechenzentrum habe, dass ich die dokumentiert habe, eventuell sogar noch die Eigenschaften dabei, CPU, RAM und ähnliches, was ich alles damit hinterlegen kann, um eine zentrale Datenbank zu haben, wo all diese Sachen dokumentiert sind. Das Ganze ist unter der Apache License und
ja, wer tiefer einsteigen möchte, findet ihr unten auf der Folie nochmal die Links. Aber ansonsten sind die auch so generell zu finden. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen im Detail an. Rechts habe ich mal so einen kleinen Auszug von der Web-Oberfläche eingeblendet. Das heißt, man hat da schon mal so einen Überblick über die ganzen Bereiche. Und dann kann ich da loslegen, kann meine IP-Adressen eintragen. Ich kann meine Racks verwalten, das heißt meine Standorte verwalten, da noch Informationen hinterlegen, Kontaktdaten, ja, eventuell noch weitere Daten, was ich da benötige, habe meine gesamte Hardware dahinterlegt, kann meine Racks so abbilden, wie sie da sind. Mittlerweile kann man sogar Bilder einfügen, das heißt, das Rack sieht dann auch ungefähr so aus, wie es in echt aussieht, und ich habe nicht nur Dummy-Einträge auf dem Rack angezeigt. Ich kann meine Verbindungen pflegen, interne sowie auch externe Verbindungen, das heißt, wo habe ich Übergabepunkte zu Carriern und Ähnlichem, und kann dann auch nochmal Gruppierungen machen, sei es nach Standorten, sei es nach Kunden, wenn ich für Kunden noch entsprechend Server verwalte oder da eine Aufteilung machen möchte, dass ich das getrennt habe, dann kann ich das alles da entsprechend einpflegen und mir so dann den Überblick behalten. Vom Aufbau her ist das jetzt so hier rechts abgebildet einmal. Das heißt, zu Beginn habe ich einen Nginx als Webserver, alternativ ein Apache. Dahinter kommt dann ja das Django mit dem Python Web Framework, um hier meine Netbox-Applikation zu haben. Und im Hintergrund habe ich dann noch verschiedene Datenbanken. Das heißt einmal eine Postgres-Datenbank, wo die gesamten Daten drin gehalten werden. Ein Redis-Cache, um da noch ein bisschen Caching zu betreiben. Und das eine oder andere, zum Beispiel die eben erwähnten Bilder, die liegen dann direkt im Filesystem und werden da abgerufen. Und das Setup, was ich jetzt auch hier gleich zeigen werde, das ist mit Docker bzw. Docker Compose aufgesetzt. Da gibt es in dem Repo von Netbox oder in dem einem entsprechenden Repo zu den Netbox Docker Container ein entsprechendes Beispiel, was man so auch quasi relativ einfach aufsetzen kann. Die Passwörter sollte man ändern, gerade wenn man es dann irgendwie größer verfügbar macht. Aber das ist halt so relativ einfach aufsetzbar. Natürlich kann man es auch manuell sich entsprechend aufsetzen, wenn man jetzt eh schon eine zentrale Datenbank laufen hat und da jetzt das Netbox nur so noch zusätzlich dranhängen möchte. Gleichzeitig bietet mir Netbox auch eine API an. Das ist eine REST-API, die mir die Daten im JSON-Format zurückgibt. Jetzt hier rechts auch nochmal so ein kleiner Auszug. Login an dieser API funktioniert sowohl über Cookies, das heißt, wenn ich jetzt ganz normal mit dem Browser angemeldet bin, mich eingeloggt habe, dann kann ich auch einfach auf diese API zugreifen, weil ich entsprechend die Cookies durch die Anmeldung habe. Und wenn ich das automatisiert machen möchte, dann bietet es sich an, Tokens dafür zu nutzen. Das heißt, ich kann mir da entsprechend Tokens einrichten, die dann Berechtigung haben, auf die API oder zumindest Teile der verfügbaren Daten zuzugreifen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal rüber, schauen uns das auf der Web-Oberfläche an. Ich habe mich hier jetzt schon einmal angemeldet und jetzt sieht man hier nochmal die eben auch schon mal in Auszügen gezeigte Oberfläche. Das heißt die Organisation, ich habe hier zwei Sites angelegt. Wir sehen, dass ich 6 Devices angelegt habe. Da schauen wir jetzt gleich mal rein, um jetzt einmal so ein bisschen das Setup zu zeigen, was ich hier habe.
und würde jetzt hier noch IP-Adressen kann ich einsehen. Sehe hier auch so ein Changelog, wann zum letzten Mal Änderungen durchgeführt wurden. Und jetzt klicken wir uns einmal mal schnell da durch. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Das heißt, ich habe mir hier mal zwei Standorte ausgedacht. Einmal Frankfurt, einmal Paderborn. Und zu diesen Standorten habe ich dann ein paar Devices angelegt. Da sieht man hier, wie die entsprechend zugeordnet sind. Das heißt, wir haben jetzt hier an jedem Standort drei Systeme. Vielleicht kurz als Überblick. Ansible ist mein Ansible Control Node, auf dem ich gleich die Ansible Aktion ausführen werde. NetBox ist das System, auf dem die NetBox läuft, inklusive Datenbank. Und dann habe ich hier einfach noch vier VMs hinzugepackt, um ein paar Systeme zu haben, die man konfigurieren kann. Und das Ganze geht natürlich sowohl mit IPv4 als auch mit IPv6. Genau, so. Und dann habe ich hier auch nochmal bei den IP-Adressen auch nochmal hier den Überblick, welche Adressen jetzt gerade angelegt sind, wie die vergeben sind. Und könnte jetzt auch hingehen, neue Geräte anlegen. Ja, das heißt, wenn ich ein neues Gerät haben möchte, dann bei Testsystem. Das Ganze ist eine VM. Ich habe mir jetzt einfach so ein Dummy-Hardware hier angelegt. Da kann man dann sich das anlegen, was man entsprechend benötigt oder was man da entsprechend als Hardware hat. Klicke auf Create und im Grunde habe ich jetzt schon hier mein System wieder angelegt und könnte jetzt noch weitere Änderungen vornehmen. Hier unten zu dem Interface IP-Adressen hinzufügen, weitere Interfaces hinzufügen und so weiter. Und dann können wir noch mal einmal rübergehen. Auf die API und ja, hier kann man sich jetzt entweder durchklicken, da können wir mal eben einmal schauen, dass wir hier uns die Sites rausziehen. Das heißt, das könnte ich jetzt irgendwo weiterverarbeiten und im Grunde ist diese API auch das, was Ansible dann später im Hintergrund nutzen wird. Und hier habe ich genau die gleichen Informationen auch, die ich über die Web-Oberfläche abgreifen kann. Und könnte die theoretisch auch über die API ändern. Das soweit zu NetBox. Dann gehen wir einmal rüber und schauen uns Ansible nochmal an. Das heißt, Ansible ist ein Tool fürs Konfigurationsmanagement und Orchestrierung. Das Ganze läuft auf der Konsole, das heißt, da habe ich jetzt keine Web-Oberfläche, sondern das ist halt direkt auf der Konsole, wo das ausgeführt wird. Wenn ich gerne eine Web-Oberfläche haben möchte, dann wäre da die Option, AVX bzw. Ansible Tower einzusetzen. Das heißt, das ist nochmal ein Web-Frontend für Ansible. Dabei ist Ansible Tower die kostenpflichtige Version von Red Hat und AWX ja, analog dazu die Open-Source-Version. Mit Ansible kann ich mittlerweile eine Vielzahl von Devices konfigurieren. Es ist irgendwann mal mit Linux gestartet. Mittlerweile ist Windows kein Problem mehr oder zumindest habe ich da sehr viele Möglichkeiten, was ich da konfigurieren kann und es gibt auch Module, die ich für diverse Appliances nutzen kann. Das heißt, wenn ich da jetzt nicht ein Linux-Windows-System habe, sondern eine Appliance als Firewall oder ähnliches, dann kann ich da entsprechende Module nutzen, die dann auch genutzt werden können. Das Ganze auch
Open Source und wird auf GitHub entwickelt. Das heißt, wer da reinschauen möchte, hier nochmal die Links eingeblendet. Schauen wir uns das mal einmal ein bisschen im Detail an, wie Ansible funktioniert. Das heißt, ich habe hier an zentraler Stelle meinen Ansible Control Node. Das muss nicht zwangsläufig ein zentraler Knoten sein. Das kann theoretisch jeder auch Ansible auf seinem Laptop installiert haben und das von da aus ausführen. Bietet sich nur in großen Umgebungen meist an, das auf einem zentralen Server bereitzustellen für alle, die damit arbeiten, damit jeder mit der gleichen Version auch arbeitet und es da nicht irgendwie Differenzen gibt. Und Ansible muss ich jetzt mit ein paar Informationen füttern. Das heißt, ich brauche irgendwo meine Server. In der Regel wird das über ein statisches Konfigurationsfile dem Inventory gemacht. Das heißt, da kann ich meine Server anlegen, da kann ich meine Variablen zu den Servern noch anlegen. Dann kann ich mit der Information über diese Server gewisse Aktionen auf den Zielsystemen ausführen. Zum einen als Ad-Hoc-Kommando, das heißt so, als wenn ich es jetzt direkt mal eben einen Befehl auf der Shell ausführe. Zusätzlich könnte ich aber bei größeren Sachen, macht es Sinn, dann Playbooks zu verwenden. Das heißt, das ist eine Datei im YAML-Format, in der ich quasi mehrere Aufgaben nacheinander auflisten kann und die Ansible dann entsprechend abarbeitet. Das Ganze ist agentenlos, das heißt, ich brauche auf den Clients nicht nochmal irgendwie einen Agenten laufen, denn es wird hier einfach die vorhandene SSH-Verbindung genutzt, zumindest bei Linux und Unix-Clients. Bei Windows-Clients ist es Windows Remote Management, wobei mittlerweile auch schon SSH möglich zu sein scheint. Zumindest ist das mittlerweile in der Dokumentation aufgenommen. Das heißt, das ist so die Standardverbindung, über die Ansible auf die Systeme drauf zugreift. Und bei der Berechtigung ist es so, dass da auch weiterhin meine vorhandenen SSH-Berechtigungen greifen. Das heißt, wenn ich einen Public-Private Key Pair habe, mit dem ich mich sonst auch auf die Systeme eingeloggt habe, dann kann ich über diesen vorhandenen Schlüssel auch Ansible nutzen und Ansible auf die Konfiguration mit Ansible auf die Zielsysteme ausführen. Zusätzlich ist noch Privilege Escalation möglich, wenn ich denn jetzt mich mit einem normalen Nutzer anmelde und dann auf den Zielsystemen Aktionen mit anderen oder erhöhten Rechten ausführen kann, dann kann ich da entsprechend in beliebige Nutzer beispielsweise Root wechseln, um die Aktion dann auszuführen. Vom Setup her ist das eigentlich relativ überschaubar. Ich muss zum einen mein SSH eingerichtet haben. Wenn ich jetzt bereits mit einem Setup habe, mit dem ich gestartet bin, dann sollte ich da idealerweise schon das alles soweit haben. Ansonsten müsste ich da meine Keys noch erstellen, anlegen, auf die Server legen, was halt da alles dran hängt. Und dann brauche ich auf meinem Control Node oder dem System, was ich als Control Node dann nutzen möchte, eine Ansible-Installation. Und dafür benötige ich dann schon mal Python in der Version größer gleich 3.5. Es läuft auch noch mit 2.7, aber da Python 2 mittlerweile abgekündigt ist, würde ich empfehlen, neue Installationen dann immer mit Python 3 zu machen, dass man da auch up-to-date ist. Bei der Installation steht es einem dann frei, das heißt entweder das über pip zu installieren oder wenn die Distribution ein relativ aktuelles Ansible mitbringt, dann über den vorhandenen Paketmanager. Man könnte auch noch sich selber die Pakete bauen, falls man jetzt irgendwo in einer Firmenumgebung ist, wo man nicht mal eben von außen Pakete reinladen kann. Das gibt es ja auch immer wieder, dass da Beschränkungen sind.
dann könnte man sich theoretisch intern das Ansible als Paket einmal selber bauen aus dem Repository raus und dann auf einen internen Paketserver dann ablegen, dass man es da zur Installation bereit hat. Dann hatte ich eben schon das Inventory erwähnt. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite mal so einen kleinen Auszug eingefügt. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Definition von meinem System drin. Kann hier Gruppierungen machen. Das heißt, ich habe hier eine globale Gruppe All. Die muss ich nicht zwangsweise hier im Inventory anlegen. Die legt Ansible defaultmäßig an. Aber zur Übersicht habe ich sie hier jetzt mal mit drin und könnte dann verschiedene Gruppen machen. Beispielsweise für meine Datenbankserver habe ich eine Gruppe, für meine Webserver eine Gruppe, dass ich dann diese Gruppen später nutzen kann, um Aktionen auf genau diese Gruppen auszuführen. An der einen oder anderen Stelle, in vorhandenen Ansible-Installationen sieht man dann auch manchmal INI-Files. Das ist ebenfalls ein mögliches Format für das Inventory, das im INI-File abzulegen. Wobei ich persönlich das YAML-Format schöner finde, weil das gleiche ist, wie dann später auch die Playbooks geschrieben sind und man so ja ein Format hat, in das man sich reinfinden muss, gerade wenn man jetzt mit dem Ganzen neu startet. Ich könnte hier noch zusätzliche Variablen angeben. Das sehen wir gleich einmal kurz in der Demo an einer Stelle. Und ja, weitere Parameter, im Grunde die zielabhängigen Verbindungsparameter, was hier steht, sind im Grunde nur Variablen, die Ansible intern nutzt. Ich kann das Ganze auch, wenn das größer wird, das heißt jetzt hier rechts, das ist relativ überschaubar, 3 Server, 2 Gruppen angelegt plus diese globale Gruppe. Da kann ich das alles noch schön in einer Datei halten. Aber wenn ich jetzt irgendwie meine 100 Server habe plus mehrere Gruppen und dann das auch noch ein bisschen verschachtelt, weil ich vielleicht nicht nur nach Typ wie Webserver sortieren möchte, sondern auch noch nach Standort und dann da auch noch mehrere Konfigurationsvariablen bei habe, dann macht es Sinn, das Ganze aufzuteilen. Und der Punkt, wo wir dann später nochmal hinkommen, das sind die dynamischen Inventories. Das heißt, da kann ich mir nochmal eine Anbindung an externe Datenbanken realisieren. Hier jetzt aufgeführt OpenStack, Vagrant, das heißt so ein bisschen aus dem VM-Umfeld. Wenn ich jetzt eine OpenStack-Umgebung habe, heute habe ich eine VM da, mache ein paar Tests und morgen wird es eventuell schon gelöscht. Das will man vielleicht nicht nachfügen, in der Konfiguration updaten, irgendwie täglich oder stündlich, sondern das möchte man halt automatisch haben. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Also hier werden wir uns jetzt gleich das mit Netbox anschauen. Aber generell kann ich auch noch mehrere Quellen hinzufügen. Das heißt, ich kann diverse Cloud-Anbieter anbinden. Dann brauche ich das gar nicht weiter einpflegen, sondern kann es auch direkt von diesen Anbietern mir die Informationen holen. Und so kann ich mir das dann so zusammenstellen, dass ich möglichst Informationen nicht redundant in meinem Inventory pflegen muss. Ja, hier nochmal so ein kleines Beispiel für ein Playbook. Wenn man jetzt sich überlegt, man macht ein Onboarding von einem User. Das heißt, ich muss halt irgendwie als ersten Schritt den Benutzer anlegen, der wird dann vielleicht noch einer Gruppe hinzugefügt, je nachdem, in welchem Team er arbeitet, dass er die passende Berechtigung hat. Eventuell dann als letzten Schritt noch ein paar Vorlagen in das Home-Verzeichnis kopieren oder man könnte jetzt schauen, dass man noch den SSH-Key automatisiert anlegt, damit das alles da ist. Das heißt, da so ein Setup machen, dass dann dieser Part eingerichtet ist. Und was vielleicht dazu zu sagen ist, ich habe das im Playbook als Liste und die Liste wird auch von oben nach unten in genau dieser Reihenfolge abgearbeitet. Und sollte es zu einem Fehler kommen,
dann bricht Ansible für das System, wo der Fehler auftritt, an der Stelle ab. Das heißt, das wird dann nicht noch, die nächsten Schritte werden dann nicht mehr ausgeführt, sondern nur bis zum Fehler. Dann bekomme ich die Fehlermeldung und kann dann entsprechend reagieren und den hoffentlich beheben. Schauen wir uns das auch noch einmal an. Das heißt, hier jetzt relativ überschaubar. Ich habe jetzt hier den Ordner Posts, da ist mein Inventory drin, beziehungsweise habe ich hier vorbereitet einmal mein statisches Setup. Ich habe jetzt hier ein bisschen anders gruppiert. Ich habe jetzt hier einmal mein Control Node, das heißt, das ist mein lokales System, das System Ansible, und dann habe ich hier meine anderen Systeme noch, VM01 bis 4. Und die Netbox-VM. Ich habe jetzt hier gerade als Ansible-Host die IP-Adressen hinterlegt, um nicht aufs DNS angewiesen zu sein. In der Regel wird man aber wahrscheinlich DNS haben. Das heißt, man nimmt dann idealerweise hier für die Hosts die Full-Qualified Domain Names, dass da automatisch die DNS-Auflösung stattfindet. Oder wenn ich jetzt irgendwie die Hosts für mich sinnvoll benennen möchte, ich aber im DNS nur kryptische Domains drinstehen habe, dann könnte ich das auch hier entsprechend angeben, dass ich dann hier irgendwie eine vm.example.com oder ähnliches, das heißt, hier dann den angebe, und im Grunde sind diese Ansible-Host-Angaben hier nichts anderes als Variablen. Das heißt, alles, was so mit Ansible unterstrich startet, ist meistens eine Variable von Ansible, wo ich eine Konfiguration mitmachen kann, und ich könnte hier auch noch Variablen selber hinzufügen. Das wäre jetzt in diesem Fall nur für dieses System. Ich kann das auch für die Gruppen machen oder global machen. Und das macht dann aber, das kann man dann aber auch noch auslagern. Das ist nämlich hier der andere Ordner. Da habe ich hier schon mal so ein bisschen globale Konfiguration. Das heißt, ich habe hier eine Message of the Day, wo Froscon 2020 drinstehen soll. Ich habe hier ein paar Werte gesetzt, das heißt, für mein SSH soll, das ist das Passwort hier entsprechend angegeben, ein paar Pakete, die installiert werden sollen. Das heißt, hier kann ich so alles an Variablen anlegen, wie ich jetzt dynamisch meine Sachen gestalten möchte, wie man es im Grunde auch von anderen Programmierungen erkennt. Ich packe mir die Sachen in eine Variable rein und habe sie dann entsprechend verfügbar an den Stellen, wo ich sie brauche. Dann noch ein Blick hier in das Setup-Playbook. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das heißt, hier sieht man jetzt auch nochmal die YAML-Struktur. Das heißt, ich gebe ab hier einen Namen. Das passt jetzt hier in diesem Fall wahrscheinlich nicht ganz. So. Kann hier angeben, auf welchen Systemen das ausgeführt wird. Das heißt, das sind diese Gruppierungen. Hier könnte ich das jetzt einschränken, wenn ich das bräuchte. Und habe dann hier den Bereich Tasks, wo die eigentlichen Aufgaben dann ausgeführt sind. Das heißt, hier habe ich meine einzelnen Tasks, die ausgeführt werden. Da möchte ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Der eine oder andere wird sich vielleicht schon mit Ansible befasst haben. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, müsste morgen auch nochmal ein Vortrag stattfinden, der über Ansible ist. Das heißt, da wird es wahrscheinlich da nochmal ins Detail reingehen. Das brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht machen.
So, das heißt, das wäre so einmal der grobe Überblick. Und jetzt könnte ich das Ganze einmal ausführen. Und dann sieht man noch einmal so grob, wenn es denn jetzt klappt. Ja. Und jetzt sieht man noch einmal so grob die Ausgabe, wie Ansible jetzt die Rückmeldungen gibt. Das heißt, das ist jetzt einmal so eine Übersicht, wo jetzt hier immer die Anzeige ist, in welchem Schritt sich Ansible gerade befindet. Ich sage, lassen wir das mal gerade durchlaufen. Können wir gleich noch einmal hinschalten. Und dann gucken wir uns hier nochmal einmal das Thema dynamische Inventories etwas im Detail an, weil wir das jetzt ja dann im Anschluss brauchen werden. Das heißt, bei den dynamischen Inventories, hatte ich schon gesagt, kann ich auf ja, andere Quellen zugreifen. Das heißt, das läuft zur Laufzeit und Ansible meldet sich dann mit an die Quellen an, ruft da die Daten ab und kann dann diese Information hat diese Information dann zur Verfügung. Sei es jetzt Docker, sei es OpenStack, in diesem Fall Netbox oder diverse Cloud-Umgebungen. Man kann sich auch eigene Anbindungen bauen. Das heißt, wenn ich jetzt bereits eine Verwaltungssoftware im Einsatz habe, wo eh für die ganzen Kunden die Abrechnungen drüber laufen, wo die Systeme sowieso schon einmal hinterlegt sind, dann könnte ich mir überlegen, ob ich an diese Applikation eine Anbindung machen kann und die Daten dann verwende, um halt da ja, ein einheitliches Setup zu haben, das nicht mehrfach pflegen zu müssen und so weiter. Jetzt gibt es dabei zwei Möglichkeiten. Die empfohlene und neuere Version sind die Inventory Plugins. Das heißt, das sind Plugins, die Ansible teilweise schon mitbringt, die ich teilweise aber auch nachinstallieren kann, wo ich dann entsprechend nur noch eine Konfiguration für dieses Plugin machen muss. Das heißt, da irgendwie die Angaben, die benötigt sind, vermutlich der Endpunkt, Login-Daten und Ähnliches, das da einpflegen und dann wird das im Hintergrund genutzt. Und die zweite Möglichkeit ist es, Scripts zu nehmen. Das heißt, ich kann als Inventory, als mein ja, Inventar, kann ich auch ein Skript ablegen, sobald das ausführbar ist, füllt Ansible das aus, das muss ein paar Bedingungen erfüllen und die Rückgabe muss entsprechend im JSON-Format sein und da auch ja, die passenden Daten zurückgeben. Aber dann kann ich mir ein Skript schreiben, beziehungsweise auch vorgefertigte Skripte nutzen, um eben diese Anbindung zu machen. So, dann schauen wir noch mal einmal zurück. Jetzt ist Ansible auch durchgelaufen. Und das ist immer schön, jetzt zum Ende gibt es noch mal so eine kleine Zusammenfassung. Das heißt, ich sehe jetzt hier auf meinem System sind 8 Tasks erfolgreich durchgelaufen. Hier auf dem ersten System gab es sogar eine Änderung. Und ich sehe jetzt hier, dass sogar was übersprungen wurde. Das heißt, wenn ich Tasks nicht auf jedem System brauche, dann kann ich da auch Bedingungen noch einpflegen, dass diese übersprungen werden. Zum Beispiel hätte das hier jetzt zu einem Reboot von meinem Control Node geführt. Und zum einen möchte ich, ist das mit Ansible halt problematisch, beziehungsweise gibt es da sowieso eine Fehlermeldung, aber das ist ja auch was ich nicht machen möchte.
das System, mit dem ich gerade aktiv arbeite und eventuell noch andere Systeme konfiguriere, dann mal eben reboote. Deshalb dieser Task hier übersprungen. Und hier sieht man das jetzt auch quasi in dem Durchlauf, was entsprechend alles aktualisiert wurde hier. Das wäre dann so erstmal die Basis zu NetBox und Ansible. Und dann kümmern wir uns mal um das Wichtige, die Magie, um das beides zu verbinden. Das heißt, da müssen wir jetzt noch ein paar Konfigurationen machen. Zum einen im NetBox müssen wir uns einen API-Token erstellen. Man könnte überlegen, dass auch ja, entsprechend gleich für einen technischen oder extra User genau für Ansible zu machen, weil diese Token an Benutzer gebunden sind. Und somit ja, hat man das ja relativ schön getrennt. Wenn das jetzt, wenn man es jetzt nicht selber verwendet, dann kann man natürlich sich selber einen Token erstellen, den entsprechend nutzen. Wenn man es aber jetzt hier, wie in diesem Fall dann, so das gedachte Konstrukt ist, auch die Kollegen oder Teamkameraden führen auch das Ansible aus und haben die gleiche Konfiguration, dann möchte ich ein zentrales Token haben, was entsprechend alle nutzen und vielleicht idealerweise auch nur Leserechte hat auf das System, damit entsprechend über dieses Token keine Änderungen vorgenommen werden. Bei Ansible muss ich mir das NetBox Inventory anlegen. Ab Ansible 2.10 ist jetzt relativ frisch raus. Da ist es alles ein bisschen modularer gestaltet, muss man schauen. Ich glaube, aktuell ist es noch drin in der Installation, aber es kann sein, dass da für gewisse Sachen eine Nachinstallation nötig ist, um da dann den vollen Umfang zu nutzen. Ich muss den Endpunkt einstellen, das Token anlegen und kann noch ein bisschen weitere Konfigurationen machen, zum Beispiel, wie ich vielleicht Gruppierungen haben möchte und Ähnliches. Gruppennamen anpassen, das heißt, durch diese Gruppierung, wenn ich sie vornehme, sind die Namen vorgegeben und haben vielleicht nicht das Schema, was ich bereits eingesetzt habe, dann kann es sein, dass ich da die Gruppen entsprechend passend benennen muss. Und was ich dann noch überlegen kann, ist, wo ich Variablen ablege. Denn NetBox bietet mir die Funktion Config-Context. Das heißt, da kann ich systemspezifisch, aber auch beispielsweise site-spezifisch Konfigurationen ablegen, auf die dann auch Ansible zugreifen kann. Selbes kann ich aber auch direkt in Ansible machen und statisch ablegen. Muss man dann schauen, was für einen jetzt besser ist. Wenn es nur Ansible-spezifisch ist, passt es vielleicht da ganz gut rein. Wenn es irgendwie was Globales ist, was auch für andere Anwendungen vielleicht sogar interessant ist, die auch auf NetBox drauf zugreifen, dann macht es Sinn, das zentral abzulegen und da diese Funktion von NetBox zu nutzen. So, und dann gehen wir auch schon rüber und konfigurieren uns das Ganze. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal bei NetBox auf das Admin-Interface gehen. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade mit einem Administrator-User angemeldet. Deshalb kann ich auch hier für andere Nutzer jetzt Token erstellen. Jetzt sieht man schon, hier eins ist schon angelegt. Wir erstellen uns jetzt hier einmal ein neues Token, wählen hier den Nutzer aus. Ich habe jetzt hier einen Nutzer Ansible angelegt, der jetzt genau dafür gedacht ist, dass ich mit Ansible drauf zugreife. Der hat auch schon relativ eingeschränkte Rechte, damit nicht hier der komplette Zugriff auf NetBox möglich ist. Wenn ich einen Key habe, den ich weiter nutzen möchte, kann ich ihn hier eintragen, ansonsten wird er jetzt random generiert. Was ich hier haben möchte, ist, dass ich diesen Punkt hier Write Enable deaktiviere.
Das heißt, selbst wenn ich einen Nutzer habe, der auch Schreibrechte hat, könnte ich diese hier für dieses Token wegnehmen und habe dann nur entsprechend Leserechte. Hier kann ich noch eine Beschreibung angeben. Speichere mir das ab und habe dann hier meinen neuen Key. Und im Grunde war das jetzt schon erstmal der erste Part, um NetBox dafür vorzubereiten. Ich springe hier nochmal im Hintergrund auf die Startseite wieder zurück. Und jetzt kümmern wir uns noch um Ansible. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier, das habe ich schon einmal vorbereitet, das Inventory entsprechend anpassen. Hier nutzen wir jetzt das Plugin. Das rufe ich auf, indem ich hier sage Plugin NetBox. Es gibt halt für verschiedene Sachen die Plugins und je nachdem, was ich hier aufrufe, binde ich entsprechend das Plugin ein. Ich könnte sogar mehrere Dateien jetzt in den Ordner ablegen, eine statische Konfiguration noch daneben, um mehrere Quellen zu kombinieren, inklusive statischer Konfiguration, weil ich da eventuell noch was habe. Man kann das alles da einfügen. Habe hier meinen Endpunkt angegeben. Und dann habe ich hier noch ein paar Optionen. Schauen wir uns mal hier an. Group by. Wir hatten ja eben gesehen in NetBox, ich habe Gruppierungen nach Standorten eingefügt. Und das habe ich jetzt hier mal hinzugefügt. Nach Sites, das heißt, dann sollte ich da gleich eine Gruppierung nach diesen Sites schon so sehen. Ich habe hier auch eine Gruppierung nach Text aktiviert. Können wir gleich mal schauen, wie es von der Zeit passt, ob wir da noch im Detail reinschauen. Aber zumindest kann ich auch den System Text verpassen und dann kann ich auch danach gruppieren. So, dann das Wichtigste hier an dieser Stelle. Jetzt habe ich den Token nicht mehr im. Einen Moment, das kriegen wir hin. So, einmal den Token geschnappt. Abspeichern. Und jetzt kann ich im Grunde schon einmal schauen, mit Inventory kann ich immer so ein bisschen mein Inventory auflisten. Ich gebe jetzt hier mal das von NetBox an und dann lassen wir uns mal einmal die Gruppierung und die Systeme anzeigen. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben hier eine Gruppe SiteFRA23, SitePAD01. Das heißt, die Sites, die ich jetzt bereits in meinem NetBox angelegt habe, sind hier verfügbar. Und ich kann mir jetzt auch hier zu einem System die Informationen anschauen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal hier das Ansible-System rausnehme, dann sehen wir hier, was uns jetzt zum einen unsere statische Konfiguration liefert, zum Beispiel hier das Message of the Day Text Packages. Das sind Dinge, die ich aktuell noch statisch konfiguriert habe, hier im Ansible direkt. Und wir sehen auch hier Primary IP4, IP6. Das heißt, hier kriege ich meine IP-Adressen raus. Sehe hier, was das für ein Device-Typ ist, was der für eine Rolle hat.
Config-Kontext ist in diesem Fall jetzt leer. Und hier oben Ansible Host wird sogar in diesem Fall direkt auf die IP-Adresse von dem System gesetzt. Das heißt, ich bin da auch nicht auf DNS angewiesen, falls ich das konfigurieren möchte. Und hier wird direkt die Adresse angesprochen und auch die IPv6-Adresse priorisiert. So, wenn wir jetzt nochmal schauen, vielleicht mal VM01, dann müssen wir im Config-Kontext nochmal was sehen. So, und dann sehe ich hier Config-Kontext und ich habe jetzt im Hintergrund für die Systeme an dem Frankfurt-Standort jetzt noch eine Variable gesetzt in dem Config-Kontext und die kriege ich jetzt hier raus, könnte sogar jetzt noch mal ein Mapping machen oder kann jetzt hier auf diese Daten zugreifen. So, jetzt können wir das Ganze auch ausführen. Man sollte natürlich Tippfehler vermeiden, damit es dann auch funktioniert. Okay, da scheint irgendwie irgendeine. Okay, was man jetzt hier sieht, vier Systeme unreachable. Das heißt, zum einen scheint hier irgendwas bei der IPv6-Konfiguration auf diesem System gerade nicht zu passen. Und zum anderen haben wir hier den Test 01, den wir eben angelegt haben. Und der ist nicht existent, der ist nicht konfiguriert, den findet Ansible an dieser Stelle nicht. Und das ist vielleicht so ein Fall, den man an der einen oder anderen Stelle nochmal bekommt in der Praxis, dass man nicht alle Systeme, die man im Netbox hinterlegt hat, dann auch mit Ansible konfigurieren möchte, weil man sie vielleicht nur der Übersicht halber drin hat oder weil man entsprechend da noch irgendwie andere Tools nutzt. Und was ich da bei meinem privaten Setup mache, ist, dass ich die da entsprechend Text verwende. Das heißt, wir bearbeiten das mal hier. Ich mache das jetzt exemplarisch mal hier nur an dem Ansible-System. Und ich setze bei mir da einen Tag, immer Tag Ansible Managed. Nee, das war's falsch. Natürlich nicht bei Asset Tag, sondern das Ganze natürlich hier unten bei Tags hin. So. Hier kann ich auch mehrere vergeben. Das heißt, wenn ich irgendwie noch sagen möchte, okay, das ist jetzt Typ Ansible oder Control Node. Das heißt, so könnte ich mir beispielsweise über Text verschiedene Eigenschaften anlegen. Und jetzt kann ich noch mal einmal hier rübergehen. Und diesen Part, der hier so in dunkelblau versteckt ist, auskommentieren. Dann kann ich hier noch filtern. Das heißt, hier filtere ich jetzt auf den Tag Ansible Managed. Das heißt, bei diesem Abruf würde mir Ansible jetzt als Inventory oder Netbox nur die Systeme zurückgeben, die diesen Tag Ansible Managed haben. Und somit habe ich hier einen
reduziertes Inventory. Und kann mir das da nochmal einmal anschauen und sehe jetzt, ich habe nur das Ansible-System drin und habe jetzt hier auch entsprechend nochmal die Tags und könnte jetzt auch wieder hingehen und sagen, okay, überall, wo ich Sachen auch für meinen Control-Node konfiguriere, nehme ich jetzt die Gruppe Control-Node, die ich vorher definiert hatte, weg und ersetze die durch Tags-Ansible-Control-Node. Ja, und kann so dann auch Gruppierungen wieder vornehmen und weiteres. So, das war es dann auch von meiner Seite. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Genau, wenn Fragen sind, am besten einfach im Chat oder melden, dann kann ich euch freischalten, dass ihr die Fragen auch direkt sprechen könnt. Keine Fragen. Ja, danke dir auf jeden Fall schon mal, Carsten, für den coolen Vortrag. Und wir hätten jetzt auf jeden Fall noch 5 Minuten Zeit für Fragen, falls es noch welche gibt. Welches Inventory-Plugin gibt es sonst noch so außer Netbox? Frage von Alex. Ich schau mal gerade. Also es gibt halt eine Vielzahl. Es kommen immer neue hinzu. Von daher das irgendwie vollständig ist natürlich schwierig. Ich versuche mal gerade hier eben den... So. So, da ist hier, also wer sich mit Ansible irgendwie weiter beschäftigen kann, kann ich nur docs.ansible.com empfehlen. Das ist die offizielle Dokumentation und die ist auch nutzbar, die ist gut. So, und jetzt habe ich hier Plugin-List. Das heißt, das sind jetzt gerade alle Plugins, die, ich muss mal eben schauen, ja, in der Ansible 2.9 drin sind. Das heißt, man sieht hier Netbox. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Docker. Gewisse Cloud-Umgebungen. So, und ich kann auch hier TypeScript, das heißt, das wäre, wenn ich selber irgendwie mir ein Skript entwickle, was die Sachen zurückgibt, dann wäre das jetzt das, was ich da nutze. Ja. Und wenn was fehlt, das ist ein Open-Source-Projekt, kann sich jeder gerne dran beteiligen und da entsprechend noch ein Plugin nachreichen. Ich denke, die Entwickler werden sich freuen. Und auch die anderen Nutzer, wenn das mehr wird. Dann gab es noch eine zweite Frage. Kann man Team IP anbinden? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich da eine API habe, wo ich die Daten rauskriege,
Plugin gibt es scheinbar nicht dafür, aber dann kann ich mir halt da selber ein Plugin schreiben oder ein Skript schreiben, was entsprechend diese Daten zurückgibt. Da kann man dann nochmal genau reinschauen, was Ansible jetzt für Anforderungen hat. Das heißt, ich muss einmal die Liste der Gruppen kriegen und einmal die Variablen zu den Systemen. Und wenn ich das mir entsprechend bauen kann, dann kann ich das auch an Team IP anbinden. Aber so generell kann ich das jetzt nicht sagen. Genau, dann gab es noch die Frage, würdest du empfehlen, die IP-Adressen, Devices und so weiter in NetBox direkt einzutragen oder über Push-REST-APIs zu befüllen zu lassen? Zweiteres hätte den Vorteil, diese unter anderem in Git zu reservieren. Zu revisionieren, Entschuldigung. Das ist natürlich sicherlich abhängig von dem Setup und auch von den Benutzern. Das heißt, wenn ich jetzt Benutzer habe, die lieber auf einer Web-Oberfläche klicken, weil die jetzt mal eben das System anlegen, dann ist natürlich das angenehmer. Ich könnte auch theoretisch mir denken, ich mache NetBox offen für auch meine Kunden, dass sie selber da Systeme hinzufügen, gerade wenn ich denen eine Virtualisierungsumgebung anbiete und dann sogar mir Playbooks baue, die im Hintergrund diese gesamte Umgebung dann provisionieren, ist halt da immer die Frage, aus welcher Seite das kommt. Wenn ich natürlich andersrum sage, okay, ich möchte das gerne in Git haben und schiebe das dann in NetBox rein, kann man sicherlich machen, aber da frage ich mich dann so ein bisschen, okay, ist dann NetBox der richtige Weg? Weil wenn ich es im Git habe, dann kann ich es ja auch direkt im Ansible pflegen. Von daher, möglich ist es, hat sicherlich beides Vor- und Nachteile. Wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen? Dann bedanke ich mich für euer Dasein und danke dir, Carsten, nochmal für den Vortrag und würde dann jetzt den Raum hier beenden und ihr könnt dann quasi für den nächsten Vortrag einfach hier demnächst, wenn der Vortrag beginnt, wieder joinen.